Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Thema dieses Videos sind die Flatex Premium ETFs. Über 600 Stück sind nämlich in dem Premium-Paket von Flatex mit drinnen. Ich erkläre in diesem Video, was sich denn dahinter verbirgt, welche Vorteile diese ETFs haben, was denn keine Ordergebühr bedeutet, welche Gebühren dennoch anfallen, wie es sie sich denn unterscheiden zu den Sparplan-ETFs, denn den Premium-ETFs und Sparplan-ETFs, das ist nicht dasselbe. Da gibt es Unterschiede und ich zeige euch natürlich anhand eines Praxisbeispiels, anhand einer Order, wie denn das dann tatsächlich so aussieht, wenn ich mir so einen Premium-ETF denn tatsächlich kaufe. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner von ProGymnasTest.at, dem österreichischen Pokertester und Vergleicher. Zum Jahreswechsel ist es so, dass Flatex die ganzen Premium-ETFs als auch die Sparplan-ETFs überarbeitet, schaut eben, geben wir ETFs hinzu, lassen wir welche wegfallen und wir Kundinnen und Kunden schauen natürlich jedes Jahr gebannt darauf, was tut sich denn da, kommen welche hinzu, kommen welche weg? Ist mein Lieblings-ETF mit dabei? Fällt mein Lieblings-ETF vielleicht weg? Und ich kann euch nur ans Herz legen, werft doch einen Blick auf die Flatex-Webseite, seht euch genau an, welche ETFs denn bei diesen Premium-ETFs mit dabei sind. Das sind über 670 ETFs und mit diesen 670 ETFs könnt ihr unter bestimmten Bedingungen eben kostenlos einen dieser ETFs kaufen. Wenn ich mir jetzt das Ganze ansehe und eben da reinsehe, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem ETF, der einen Sparplan drinnen ist und einen Premium-ETF. Naja, grundsätzlich ist es so, dass es eben tausende ETFs gibt und diese tausende ETFs können wir natürlich an einer Börse kaufen, wenn dieser dort gehandelt wird. Gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit, eben eine kleinere Auswahl über einen Sparplan zu kaufen, zu erwerben. Der wird eben an den 1. oder 15. des Monats ausgeführt oder eben, wenn es sich um so einen Premium-ETF handelt, dann kann ich eben diesen ETF an einem bestimmten Handelsplatz kaufen und bezahle keine Ordergebühr, die normalerweise dort eben anfallen würde. Aber was ist denn jetzt denn der großartige Unterschied zwischen den Premium-ETFs und den Sparplan-ETFs bei Flatex? Nun so, es gibt Sparplan-ETFs ohne Ordergebühr. Insgesamt gibt es bei Flatex rund 1443 ETFs im Sparplan. Plus, minus, manche kommen hinzu, manche fallen weg und davon sind knapp unter 600 ohne Ordergebühr, ohne Ausführungsgebühr in der Höhe von 1,50 Euro, die normalerweise anfallen würde. Jetzt ist es so, dass es eben auf der anderen Seite die Premium-ETFs gibt und du kennst ja die Ordergebührenaufstellung von Flatex, 5,90 Euro bis 3.500, und dann kommen auch natürlich noch die willigen Fremdspesen dazu, je nach Handelsplatz, ob du die jetzt bei der Wiener Börse kaufst oder an der Xetra oder an Tradegate, kommen je nachdem noch die willigen Fremdspesen hinzu, die 5,90 Euro oder welche Ordergebühr das eben je nach Handelsplatz anfällt und noch Ordergegenwert, das sind die Flatex eigenen Spesen. Bei den Premium-ETFs ist es so, dass eben 600 ETFs ohne Ordergebühr unter bestimmten Bedingungen erwerbbar sind. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen Sparplan und der Order? Beim Sparplan ist es so, dass eben das Ganze automatisiert abläuft. Ab 25 Euro ist eben eine Rate hinterlegbar. Der Broker beschafft die Wertpapiere und das Wertpapier wird dann eben außerbörslich im Fall von Flatex eben beschafft. Die Ausführung passiert bei Flatex am 1. oder 15. des Monats. Ein Kauf ist hier nur bestens möglich und zuzüglich natürlich marktübliche Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Also die Produktkosten vom ETF, irgendwelche Fremdkosten, die entstehen könnten oder Spreads, die eben hier anfallen, die kommen hier natürlich auch noch hinzu. Wie ist es aber bei einer Einmal-Order, eben im Fall eines Premium-ETFs? Das Ganze passiert da eben manuell. Das heißt, ich muss selbst tätig werden, muss eben selbst sagen, ja, ich kaufe mir jetzt um 5.000 Euro plus minus eben 200 Stück von diesen ETF, kaufe mir eben an den Handelsplatz Tradegate zum Beispiel. Grundsätzlich gibt es hier natürlich keinen Mindestbetrag, gleichzeitig empfehle ich es sich aber auch hier eben keine Kleinstbetrags-Orders durchzuführen.
Der Kunde, sprich ich, wähle den Handelsplatz, sage eben, ich möchte das an der Xetra, an der Wiener Börse, an Tradegate, an GetTex oder wo auch immer beschaffen. Ich bestimme das Ganze und kann natürlich auch ein Limit hinterlegen und sagen, okay, ich kaufe diesen ETF maximal um diesen Preis und sage eben, das ist eben mein Limit. Ausführung nach Handelsplatz, Handelszeiten, das heißt eben, ich kann das selbst ein bisschen bestimmen, beziehungsweise bin eben in dieses Korsett von diesen Handelsplatz-Handelszeiten eingezwängt. Beim ETF habe ich ja damit alles, beim Sparplan habe ich damit ja nichts am Hut. Und das, was ich eben beim Sparplan vorhin gesagt habe, zuzüglich marktübliche Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten, passiert natürlich auch hier. Was sind das, diese Premium-ETFs? Ne? Bei diesen Premium-ETFs fällt kein Transaktionsentgelt an, sprich keine Ordergebühr. 0 Euro Transaktionsentgelt zuzüglich marktübliche Spreads, Zuwendung, Produktkosten beim Kauf eines Premium-ETFs ab einem Anlagebetrag von mindestens 1.000 Euro über die Handelsplätze Tradegate, Lang & Schwarz, Baderbank, Quotrix, GetTex und Lang & Schwarz Exchange muss eben dieser Premium-ETF gekauft werden, damit eben 0 Euro Transaktionsentgelt anfällt. Käufe unter 1.000 Euro oder Verkäufe und andere Handelsplätze sind von der Aktion ausgeschlossen. Sprich, kaufe ich diesen ETF bei der Xetra, bezahle ich ganz normale Ordergebühr. Kaufe ich eben unter 1.000 Euro ein, bezahle ich eben auch ganz normale Ordergebühr. Und wenn ich den ETF verkaufe, bezahle ich auch ganz normale Ordergebühr. Das heißt eben, es ist wirklich nur beim Kauf über bestimmten Handelsplatz und der Ordergegenwert muss mindestens 1.000 Euro und mehr der Wert sein. Und bei diesen Premium-ETFs sind es aktuell 676 Premium-ETFs, davon 328 Aktien-ETFs, 152 Anleihen-ETFs und 196 Themen- und Branchen-ETFs, die eben irgendeine bestimmte Nische ausfüllen versuchen. Diese Premium-ETFs können ganz bequem über die Flatex-Order-Maske gekauft werden. Wichtig ist nur, dass ein Mindestorderwert in der Höhe von 1.000 Euro erreicht wird und die Order an einen der folgenden Handelsplätze aufgegeben wird. Und ich probiere das Ganze jetzt auch gleich einmal aus. Und ich versuche eben zum aktuellen Zeitpunkt vom Vanguard FTSE All World ETF die thesaurierende Variante und sage da, okay, ich habe jetzt ein bisschen Geld zur Verfügung und kaufe mir eben 273 Stück dieses ETFs, sage dann eben, okay, ich möchte das Ganze eben tatsächlich über Tradegate kaufen, gebe dann noch ein Limit hinterher, 110 Euro bis Monatsende, gültig bis 28.02.2024. So, und sagt dann eben, bitte bestätigen Sie die Transaktion mit der Flatex Secure App. Dazu brauche ich natürlich jetzt mein Smartphone. Habe das Ganze jetzt freigegeben und sage jetzt eben, Order kostenpflichtig platzieren. Ihre Order wurde erfolgreich entgegengenommen. Finde das Ganze dann natürlich noch hier im Orderbuch. Und ja, jetzt heißt es eben noch ein bisschen Zeit lassen und irgendwann wird eben diese Order auch tatsächlich durchgeführt. Und wenn ich jetzt einen Blick drauf werfe, welche interessanten ETFs könnten sich denn da drinnen finden in dieser Premium-ETF-Liste, das sage ich dir, da sind wirklich einige interessante ETFs drinnen, wie zum Beispiel von Xtrackers der Overnight, Geldmarkt-ETF von Vanguard, der Global All Cap, auch von Vanguard der FTSE All World oder Developed World, auch von Xtrackers der All Country World ETF, von Amundi Prime Global, von Invesco der FTSE All World oder von Luxor eben der MSCI All Country World ETF. Also ich kann dir nur sagen, wirf doch einen Blick auf die Premium ETF Liste, entweder eben unten in der Videobeschreibung zum Beitrag von mir, wo ich dir eine Liste angelegt habe, beziehungsweise eben auf der Website von der Flattex, die ich dir natürlich auch wieder da unten verlinke, findest du eben auch diese Liste und kannst du da eben ansehen, ob denn hier eben auch tatsächlich ein ETF mit dabei ist, wo du sagst, ja, den findest du ebenso ganz interessant und ja, ist vielleicht eben eine Option wert. Und zwar, wenn du eben diese Liste suchst unter Produkte und Handel, unter ETFs findest du dann eben hier den Reiter Premium ETFs und wenn du da runterspringst, dann findest du eben hier diese Liste an Premium ETFs.
Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, du Andi, sind ca. 600 ETFs beim Sparplan kostenlos und sind ein bisschen mehr als 600 ETFs bei den Premium-ETFs. Sind das jetzt dieselben ETFs, ja oder nein? Da kann ich dir nur sagen, jein ist die Antwort. Das heißt, ja, eine Teilmenge sind ident. Das heißt, die ETFs, die kostenlos sind im Sparplan, sind zum Teil eben auch kostenlos bei den Premium-ETFs, aber es gibt eben auch kostenlose, eben ohne Ausführungsgebühr beim Sparplan, die nur dort drinnen zu finden sind, und es gibt auch eben Premium-ETFs, die eben nur bei den Premium-ETFs zu finden sind und nicht eben beim Sparplan, die eben dort leider kostenpflichtig sind. Ich habe dann die Arbeit gemacht und eben geschaut, okay, wie viele sind es denn, und habe dann eben herausgefunden zum Stand 23.01.2024, dass 209 ETFs sind nur im Sparplan ohne Ausführungsgebühren in der Höhe von 1,50 Euro. 289 ETFs sind nur als Premium-ETF ohne Ordergebühr ab 5,90 Euro gelistet. Und 387 ETFs sind sowohl im Sparplan ohne Ausführungsgebühr als auch als Premium-ETF vorhanden. Hinzu kommen natürlich wie immer die marktüblichen Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Das heißt eben, ja, es gibt eben eine Schnittmenge, wo eben sowohl der Premium-ETF gelistet ist, als auch eben der Sparplan-ETF ohne Ausführungsgebühr, aber es gibt eben auf beiden Seiten dann auch noch immer eine Liste von über 200 ETFs jeweils, die eben nur als kostenloser Sparplan oder eben als kostenloser Premium-ETF vorhanden ist. Das heißt, du kannst jetzt nicht davon ausgehen, die spannenden ETFs, die ich dir vorhin in der Liste als Premium-ETF gezeigt habe, dass du jetzt davon ausgehst, ha, die sind sicherlich als Sparplan auch kostenlos. Ja, zum Teil ja, da wieder Geldmarkt-ETF von Xtrackers, ja, der ist auch immer Sparplan kostenlos, aber eben es gibt zum Beispiel die Vanguard All World ETFs, die sind leider eben nur bei den Premium ETFs kostenlos, sind leider dann eben als Sparplan leider kostenpflichtig. Leider, leider, aber eben an geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, und eben in dem Fall eben freuen wir uns doch, dass es diese Premium ETFs gibt, die unter bestimmten Bedingungen, wie eben mindestens 1.000 Euro Ordergegenwert, es muss an einem bestimmten Handelsplatz gekauft werden und es muss eben dieser Premium-ETF sein, der eben in dieser Liste aufsteht von über 670 ETFs. Das Ganze bezieht sich aber nur auf den Kauf, das heißt, verkaufst du das Ganze, musst du natürlich die ganz normale Ordergebühr plus eben die Fremdspesen und natürlich alles, was dann eben sonst noch so anfällt, eben bei Flattex bezahlen. Gibt es ähnliche Aktionen auch bei anderen Brokern? Ich habe mich ein bisschen umgesehen bzw. umgehört. Die Antwort ist im Regelfall leider nein. Also ich habe bei der Dadat gibt es ja bei den ETFs, bei den Sparplänen, gibt es auch eine Liste von ca. 70 ETFs, die kostenlos bespar sind, aber eben als Einmalkauf leider nicht. Hingegen gibt es aber bei der Easybank gibt es eben so ein Paket von Starpartnern, und da gibt es eben auch bei diesen Starpartnern, das sind ca. 70 ETFs, die ebenfalls eben bei der Easybank im Sparplan kostenlos erwerbbar sind, und eben bei der Easybank, wenn man die so kauft, dann fallen eben keine Easybank-Spesen an, aber es fallen eben Fremdspesen an, die sehr wohl. Das heißt, auch bei der Easybank gibt es etwas Ähnliches, eben diese Starpartner, wo du eben keine Easybank-Spesen bezahlen musst, wenn du diese eben börslich kaufst, beziehungsweise wenn du diese ETFs über Sparplan kaufst, dann musst du diese ebenfalls nicht bezahlen. Das war das Video zu den Premium-ETFs. Wenn du mehr zu den Premium-ETFs wissen möchtest, kann ich dich nur weiter verweisen auf die Webseite von Flattex oder eben unten in der Videobeschreibung zu meinem Beitrag zu den Premium-ETFs. Dort findest du natürlich eben auch diese Liste. Ich hoffe, ich habe dir eben mit diesem Video etwas Neues erzählt. Gleichzeitig eben die Unterscheidung, was ist denn der Unterschied zwischen Premium-ETF und die kostenlosen Sparplan-ETFs. Ja, da gibt es einen Unterschied, und hoffe, ich habe dir eben etwas Neues erzählt bzw. bestehendes Wissen ein bisschen gefestigt. Ich danke dir fürs Zusehen, bis bald und auf Wiedersehen, euer Andreas von broker-test.at. Ciao.